Eis und Schnee haben das Land im Griff. Absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Ich komme eigentlich gar nicht mehr weg, weil ich habe mich auch festgefahren. Meine Reifen drehen durch, also ich bräuchte sowieso Hilfe. Frühstück habe ich auch nicht mehr dabei. Alles all. Dutzende Menschen müssen die Nacht in ihren Autos auf der Autobahn verbringen. Ja, vorgesorgt habe ich, habe Essen mitgenommen, auf eine Kühlbox. Drauf geachtet, dass das Auto okay ist. Sprit genug drauf vor allem. Ja. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Was mich am meisten wundert ist, über HR1 wurde durchgegeben, dass die LKWs über 7,5 Tonnen die linken zwei Spuren nicht benutzen. Davon hier steht alles voll. Auch unzählige LKW-Fahrer über Nacht gestrandet. So wie auf der A4 bei Bad Hersfeld. Ja, ich muss jetzt hier meine Nachtruhe machen, mindestens 9 Stunden. Ne? Meine Fahrzeit ist zu Ende und ja, morgen früh gucken wir mal, wie es aussieht hier. Horst Bickler kommt aus Lüchow-Dannenberg, hängt seit 3,5 Stunden fest. Sein Tacho steht, die Musik läuft. Man muss ja ein bisschen Unterhaltung haben, wenn man schon hier steht. Ja, nur schlafen bringt ja auch nichts. Seine Zugmaschine perfekt ausgerüstet für Winternächte auf der Autobahn. Die Musik läuft, das Licht ist da, Essen und Trinken haben wir auch, Standheizung geht, dann ist alles okay. Weiter vorne stehen LKW quer oder hängen an Steigungen fest. Staus und lange Wartezeiten. Hier an der Stelle 1,5 Stunden. Davor habe ich aber schon mal 12 Kilometer vorher gestanden, 4,5 Stunden. Kevin Weigelt wollte morgens zum Abladen seines 40-Tonners in Bochum sein. Stattdessen Zwangspause auf der A4 in Osthessen. Als dann natürlich vorne sich ein LKW quergestellt hat, kamen wir hier nicht mehr weiter. Dann ist noch ein Litauer hier an uns vorbeigeschossen. Der hat auch die Leitplanke drüben touchiert und der kam auch nicht mehr dann weiter. Und deswegen stehen wir jetzt alle hier. Rund ums Hattenbacher und Kirchheimer Dreieck staut es sich teilweise auf bis zu 40 Kilometer. Ja, jetzt selbst bin ich noch auf die Autobahn draufgekommen und dann stehe ich ja, seit 6 Uhr hier. Was hast du geladen? Milch. Der Chef steht ungefähr 2 Kilometer weiter vorne. Auch weiter nördlich auf der A7 bei Kassel hängen die Menschen fest. Sobald die Kasseler Berge angefangen haben, standen ungefähr 6 bis 10 40 Tonner quer und die fahren 10 km/h. Das ist eine Eisschicht über die ganze Straße und manchmal zeitweise Knie, Schnee hoch. Die Winterdienste sind pausenlos im Einsatz. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz verteilen Decken und warme Getränke und weil einigen Autofahrern der Sprit ausgeht, sogar Benzin. Wir kommen mal gleich nochmal zurück, wir holen nochmal frischen Tee, dann können wir euch nochmal mit Tee versorgen, falls ihr braucht. Und, ne? Alles gut. Ja, ebenso. Braucht ihr noch Decken oder irgendwas? Habt ihr? Nö. Ihr seid ja sowieso warm. Ja? Lasst uns noch mal so 20 Minuten Zeit, dann kommen wir gleich noch mal hier, ne? Und dann bringen wir euch noch mal was. Feuerwehren und Rettungsdienste hatten sich auf das Extremwetter eingestellt und waren entsprechend gut vorbereitet. Wir sind ja im Endeffekt im Hochtaunuskreis Winter gewöhnt und somit kommt das schon ab und an mal vor, wenn wir wissen, dass es eben zu Schnee und Eis kommt. Bereiten wir das vor, dass wir eben manche Fahrzeuge, die nicht im Regelbetrieb sind, mit Ketten vorausrüsten, also mit Gleitschutzketten, dass wir da schnell switchen können und eben auf Fahrzeuge umräumen und eben umsteigen können, die mit Ketten ausgerüstet sind. Und das ist heute dringend nötig. In Großumstadt ist die Unfallchirurgie so ausgelastet, dass keine Notfälle mehr aufgenommen werden können. Ursache? Meist Knochenbrüche durch Stürze. Wir haben heute geschätzt etwa 30% mehr Patienten in der zentralen Notaufnahme. Operationsbetrieb läuft durchgängig. Die Menschen stürzen. Es ist Winter, es ist glatt. Die Menschen gehen raus, fallen hin, brechen sich Handgelenk, Sprunggelenk, Hüftgelenk. Das sind so die klassischen Verletzungen. Am Frankfurter Flughafen fallen ein Drittel aller Flüge aus. Insgesamt rund 300. Auch Busse und Bahnen sind oft verspätet oder fahren gar nicht.
In Gießen werden zwei Sporthallen gesperrt, aus Angst, dass die Dächer unter der Schneelast einstürzen können. Schwere Unfälle auf Hessens Straßen bleiben zum Glück aus. Und mancherorts kann man das Winterwetter sogar genießen. Ich finde, das ist ja so eine ganz besondere Atmosphäre immer, ne? Also die Stadt ist richtig leise, es ist alles total gedämpft, obwohl wir hier mitten an der Straße stehen. Schnee und Kälte setzen uns zu. Verhältnisse, über die Sie nur müde lächeln können. Polarfüchse, auch Eisfüchse genannt, im Opel-Zoo Kronberg. Das Fell ist natürlich extrem gut ausgeprägt. Die schmunzeln ein bisschen über unsere Temperaturen hier mit minus 2 Grad. Die sind bis zu minus 70 Grad in der Arktis gewöhnt. Also von daher ist das ja für die jetzt eher ein milderer Winter. Schnee und Eis, des einen Freud, des anderen Leid. Welche Schneegeschichten habt ihr erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare und abonniert gerne unseren Kanal.